Ich lese die Weissagung vom Kommen des Messias aus dem Buch Jesaja, dort im 11. Kapitel. Jesaja sagt: Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen und ein kleiner Knabe wird sie leiten. Kuh und Bärin werden zusammen weiden, ihre Jungen beieinander liegen und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Ein Säugling wird spielen am Loch der Otter und ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der Natter. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, denn das Land ist voll Erkenntnis des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Und es wird geschehen zu der Zeit, dass die Wurzel Isais dasteht als Zeichen für die Völker. Nach ihm werden die Völker fragen und die Städte, da er wohnt, wird herrlich sein. Wort des lebendigen Gottes, Dank sei Gott. Die Liebe Gottes und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Geliebte durch Jesus Christus, Schwestern und Brüder, gehen wir einmal davon aus, dass es diesen einen Gott gibt, von dem zunächst die Juden, dann auch die Christen und Muslime überzeugt waren. Wie passt dann das, was wir in der Welt erleben, zu der Vorstellung, dass man diesem Gott vertrauen kann? Um diese Frage kreisen alle Geschichten des Alten Testaments. Deshalb wird dort stellenweise auch von so viel Schrecklichem, Unglück, Streit, Überheblichkeit, Bosheit der Menschen erzählt. Denn gerade bei solchen Erlebnissen stellt das Leben diese Frage je erneut an jeden, der das erlebt, der Gott vertrauen und mit seinem Leben auf dieses Vertrauen bauen will. Darum geht es nicht nur im Buch Hiob, das von einer Wette des Teufels mit Gott erzählt, bei der Gott dem Teufel erlaubt zu versuchen, den frommen Hiob mit jedem Unglück dieser Welt vom Glauben abzubringen. Eine Wette, die der Teufel am Ende verliert. Auch in den Vätergeschichten von Noah, Abraham, Isaak, Jakob und dessen Kindern, dem Volk Israel. Immer wieder wird ihr Gottvertrauen von Unglück, Missverständnissen und eigenen Fehlern auf die Probe gestellt. Der ewige Frauenheld, zu klein geratene Feldherr, begnadete Musiker und zweite König Israels, David, und seine Kinder, der weise Salomo und alle Söhne, unter die das Reich in der Folgezeit aufgeteilt wird, schwanken zwischen Gottvertrauen und der Anbetung anderer Dinge. Meistens versuchen sie es mit astrologischen Figuren. Sehr verbreitet und sehr angesehen damals. Mal sind es die vertrauten Amulette oder Vorfahren ihrer Ehepartner aus Nachbarvölkern. Und ich könnte fast schwören, dass auch der Wetter, PlayStation und Fußballgott schon dabei waren in der einen oder anderen Form.
Es werden kuriose Situationen beschrieben, wie die Geschichte von Jona, der den Auftrag bekam, dem mächtigen König von Ninive zu sagen, dass er durch sein Fehlverhalten und die Überheblichkeit der reichen Bürger seiner Stadt seine Herrschaft und das Wohlergehen seines ganzen Volkes aufs Spiel setzen würde. Zuerst meinte Jona, es sei wohl weniger gefährlich, diesem Auftrag Gottes auszuweichen, als dem König von Ninive eine solche Strafpredigt zu halten. Als er merkte, dass er selbst im Bauch eines Fisches, in der Tiefe des Meeres, noch mit seinem Gewissen vor Gott verantwortlich ist, wagte er endlich die Zivilcourage, zu der wahrer Glaube nötigt. Den Erfolg seiner Strafpredigt konnte er dann allerdings auch wieder nicht gut aushalten. Als der König von Ninive und alle seine Leute tatsächlich durch Jonas Wort überzeugt wurden, ihr Leben änderten und von den angedrohten Konsequenzen ihrer Ungerechtigkeit verschont blieben, war es ihm auch nicht recht. Denn er meinte, Gott sei inkonsequent, wenn er erst drohe und dann doch die frühere Bosheit der Menschen nicht strafe. Aus dem ständigen Fragen, wie kann man bei solchen Erlebnissen diesem einen Gott vertrauen, wurde die Überzeugung, besser man tut's. Denn es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Gottvertrauen, der Furcht des Herrn und dem eigenen Ergehen in der Folgezeit. Die Menschen damals waren zunehmend davon überzeugt, dass der eine Gott uns die Welt zur Verfügung stellt und sich mit den Konsequenzen, die er uns zumutet, nach unserem Verhalten richtet. Was wir tun, formt unser Schicksal mit. Und tatsächlich leben wir in der Tradition dieser Überzeugung in Europa auch heute noch. Und vielleicht in ganz besonderer Weise verantwortlich in Deutschland. Ich glaube, darum setzen Politiker hier mehr als in anderen Ländern auf Einsicht und Freiwilligkeit der Bevölkerung und das regional. Aber in derselben Überzeugung treten damals schon die Propheten des Alten Testaments vor ihre Könige und ihr Volk. Immer wieder mahnen sie die Herrschenden und Reichen, ihre soziale Verantwortung nicht zu vernachlässigen. Und dem Volk schärfen sie ein, sich nicht nur an Brot und Spielen zu orientieren, sondern auch den eigenen Anteil am gesellschaftlichen Miteinander wahrzunehmen. In der Zeit um 700 vor Christi Geburt tritt erstmals der berühmteste, größte Prophet des Alten Testaments auf, Jesaja. Zunächst benennt er die Missstände im Volk, die durch Korruption, Rechtsbeugung und eine sich vertiefende Kluft zwischen Arm und Reich hervorgerufen werden. Aber dann stellt er auch in Aussicht, welche Konsequenzen einer Regierung folgen würden, die das geltende Recht im Sinne der Gerechtigkeit Gottes anwendet. Man könnte sagen, er beschreibt das Paradies auf Erden. Ein Herrscher wird geboren, dem sich alle anderen Herren dieser Welt anschließen, weil sie merken, dass es auch für sie und ihre Nachfolger oder Erben lohnt, jedem Menschen gerecht zu werden. Wenn dieser Herrscher regiert, so die Vorstellung, die er seinem Volk im Namen Gottes einschärft, dann wird es einen umfassenden Frieden geben. Kein Tier, kein Mensch braucht mehr Angst zu haben, gefressen oder auch nur verletzt zu werden. Eltern können ihre Kinder gefahrlos überall herumkrabbeln und die Welt erkunden lassen. Kein Mensch wird einem anderen noch schaden. Heute würde man sagen, die Grenze der eigenen Freiheit ist die Würde und das Wohlergehen des Nächsten. Alle leben so, dass es auch für die anderen reicht. Keiner hungert oder wird aus anderen Gründen auf die Flucht getrieben. Weltweit, ganz zwanglos, nicht von oben verordnet, sondern freiwillig mit den Worten Jesajas: Das Land ist voll Erkenntnis des Herrn. Was Jesaja vorausgesehen hatte, sahen diejenigen gekommen, die vor knapp 2000 Jahren das Wirken Jesu von Nazareth miterlebten.
Sie haben sich in seine Nachfolge rufen lassen und haben wieder andere dazu eingeladen, weil sie davon überzeugt waren, jetzt ist es soweit. Wenn dabei alle mitmachen, werden die paradiesischen Vorstellungen Jesajas wahr und wir leben schon jetzt im Reich Gottes, kommen in den Himmel. Diese Idee von einem Zusammenleben, das allen gerecht wird, prägt seitdem die Wünsche für das Miteinander weltweit. Diese Prägung zeigt schon die Weihnachtsgeschichte selbst, die es nämlich beim ältesten Evangelium, bei Markus, noch gar nicht gibt. Lukas hat sie geschrieben, als wäre er bei der Geburt dabei gewesen. Nur eben 80 Jahre später. Er hat in dieser Geschichte den Glauben der Gemeinde verdichtet davon, was durch diese Geburt Jesu und dadurch sein Auftreten in der Welt geschehen war, wie sich dadurch die Welt verändert hat. Er erzählt also nicht, wie es nach heutigem Verständnis wirklich war, historisch im Sinne von nachprüfbar, sondern er erzählt die Weihnachtsbotschaft. Er packt die Weihnachtsbotschaft, dass mit der Geburt dieses Kindes der Weltfrieden beginne. Diese Botschaft packt er in ein Geschehen. Und dieses Geschehen, da haben viele recht, die kritisieren, die Kirche solle nicht so politisch sein. Dieses Geschehen hat natürlich keine direkte politische Forderung. Aber diese Geschichte nimmt im Heiligen Geist vorweg, was passieren würde, wenn sich das Handeln aller Menschen, auch das Politische, immer nur an den Bedürfnissen dieses Kindes, mit anderen Worten der zukünftigen Generationen, orientieren würde. Gewalt zwischen Eltern würde es einfach nicht geben. Nicht einmal, weil eine Frau sich zurückgesetzt fühlt oder ein Mann sich in seiner Ehre verletzt fühlt, weil das Kind nicht von ihm ist. Vaterschaft heißt, ein Kind anzunehmen. Kriege würden nicht geführt. Denn es könnte ja ein Kind verletzt werden oder es könnte seine Mutter verlieren. Ressourcen würden geschont, Böden nicht versiegelt, Pestizide nicht verwendet, Kranke geheilt, Armen geholfen und so weiter. Beten und sorgen wir dafür im Vertrauen, jeder an seinem Ort, ganz gleich, was geschieht. Dann könnte es tatsächlich passieren, dass die Engel Recht behalten und bei Jesu Geburt begonnen hat, was Gott uns in jedem Fall wünscht und wohin er uns um seiner Ehre willen bringen will. Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Amen.